Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich begrüße Sie zum nunmehr letzten Teil unserer Impulsserie über die Sakramente und die Sakramentalien. Was Sakramente sind, habe ich schon gesagt, das sind die großen Geschenke Jesu in der Schatztruhe der Kirche. Die Sakramentalien nun, das sind die kleinen Geschenke, die uns Mutter Kirche macht. Im Gebet zur Segnung jeglicher Dinge heißt es: O Gott, alles, was du geschaffen hast, ist gut und nichts ist verwerflich. Wenn wir es nach deinem Willen gebrauchen, es wird geheiligt durch dein Wort und unser Gebet. Das ist der Sinn, den die Sakramentalien ausmachen. Wenn Sie zu Hause einen gesegneten Rosenkranz haben, eine gesegnete Kerze, eine gesegnete Marienmedaille oder Christophorusmedaille im Auto, das Weihwasser in unserem Weihwasserkesselchen, das uns an die Taufe erinnert, all das sind Sakramentalien. Die Kirche lehrt, Sakramentalien sind ähnlich gestaltet wie die Sakramente. Allerdings wirken sie nicht aus sich selbst, sondern durch Gottes Wort und durch unser Gebet und unser Vertrauen. Wenn wir einen Rosenkranz im Auto hängen haben oder am Armaturenbrett den heiligen Christophorus, dann wirkt weder der Rosenkranz aus sich selber noch die Christophorus-Medaille. Das ist Holz und das ist Metall. Erst durch den Segen der Kirche, durch unser gläubiges Vertrauen, dass Gott uns auf die Fürsprache des heiligen Christophorus, dass Gott uns auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria erhört, geben diesen Dingen ihren Sinn und auch ihre Wirkung. Anders also als wie bei den Sakramenten, die aus sich selber heraus die Gnade Gottes in unser Leben wirken. Das Weihwasser dient zur Erinnerung an die Taufe. Die geweihte Kerze, die soll uns an Christus, das Licht der Welt, erinnern und die Finsternis aus unserem Leben vertreiben. Die wunderbare Medaille, die wir bei uns tragen oder um unseren Hals tragen, die soll uns an die Fürbitte der Gottesmutter erinnern und unser Glauben und unser Vertrauen auf sie stärken. Ebenso das Skapulier vom Berge Karmel. So gibt es eine Unzahl von kleinen Geschenken, die die Mutter Kirche uns macht und die wir immer in gläubigem Vertrauen benutzen sollen. Nicht, weil diese Dinge aus sich selbst heraus wirken, das wäre Fetischkult, der abzulehnen ist, sondern weil der Himmel uns hilft, weil die Fürsprache der Heiligen an unserer Seite ist. Noch ein kleiner Witz zum Thema geweihter Rosenkranz. Das Fritzchen nimmt seinen Rosenkranz und lässt ihn in der Luft herumschwingen. Da kommt der Pfarrer vorbei und sagt: Aber Fritzchen, den Rosenkranz haben wir doch bei der Erstkommunion geweiht, das darfst du nicht machen, da wohnt jetzt in jeder Perle ein Engel. Ist schon gut, Herr Pfarrer. Der Pfarrer geht weiter, der Fritzchen nimmt den Rosenkranz, lässt ihn weiter schwingen und sagt: Haltet euch fest, ihr Engel, jetzt geht's rund. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund.